Teilnehmer bei Welt- und bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen, war im letzten Jahr Dritter beim ISTAF, kommt aus Trinidad Tobago. Wir begrüßen Michael Thomas. Unser Gast aus Italien, der Zweite der Hallen-Europameisterschaften, Paolo Dalmolin. Ganz großes Talent auf der Bahn 3, hat alles gewonnen in der Jugend- und Juniorenzeit. Zweimal deutscher Hallenmeister Gregor Traber. Auf der Bahn 5 Dimitri Bodascu aus Frankreich, der Vierte der Europameisterschaften, Sechste bei den Hallen-Europameisterschaften. Vom Hamburger SV, der dreimalige Zweite der deutschen Meisterschaften, Helge Schwarzer. Aus den USA, er war Achter bei den US College-Meisterschaften, Ray Stewart. Und auf der Bahn 8 ein ganz starker Hürdenläufer, der aus der Zehnkampfszene kommt. Sie erinnern sich vom SV Halle, Sechster bei den Olympischen Spielen, Siebter bei den Weltmeisterschaften, Rico Freimuth. Erster Vorlauf, 60 Meter Hürde. Fehlstart. Schauen wir kurz auf den Weitsprung. Zweitplatzierte bisher Nadine Schlegel mit ihrem letzten Versuch. So, ungültiger Versuch zum Abschluss bleibt bei den 5,35 für Nadine Schlegel. So, da sehen wir die Reaktionszeiten an der Wand und Helge Schwarzer, es wird diskutiert, aber es wird viel diskutiert derzeit bei Hamburger SV. So, auch Raymond Stewart ist nochmal ermahnt worden, also Gnade vor Recht. Zweiter Versuch. Alle dabei. Es gibt eine Verwarnung für Raymond Stewart. Dann auf ein neues. Bahn 3, Gregor Traber. Bahn 6, Helge Schwarzer. Ray Stewart auf der 7, Rico Freimuth auf der 8. Jetzt ist es aber relativ eindeutig. Also, Helge Schwarzer. Nehmen wir an, dass es ihm ein Tick zu lang gedauert hat. Zwischen Fertig und Schuss.
Ist natürlich richtig blöd, wenn du aus Hamburg hierher kommst. Gib dem Applaus, komm, Helge Schwarzer. Bei deutschen Meisterschaften muss das halt. Dann machen wir extra hergekommen, ist ärgerlich. Aber natürlich hier ganz deutlich zu sehen. Jetzt aber Gregor Trava, dann Paolo Dalmolin. Der Italiener ist vorne und er gewinnt. 7,62 Sekunden für den zweiten der Hallen-Europameisterschaften für Paolo Dalmolin. Da oben können wir den Lauf nochmal sehen. Zweiter von hinten, von rechts also. Gregor Trava liegt da ganz, ganz gut. Die ersten beiden, wie gesagt, sind weiter und dann gibt es ja noch die Möglichkeit, über die Zeit weiterzukommen. Wir gucken da gleich mal ein bisschen drauf. 7,62. Gregor Trava ist weiter als Zweiter mit 7,71 Sekunden. Das ist also durch. Dimitri Pascu als Dritter mit 7,73 Sekunden. Das sind dann die Zeiten, mit denen sich die anderen Zeitschnellen auseinandersetzen. Michael Thomas, 7,78. Wir kommen zum zweiten Lauf. Auch hier bleibt die Bahn 1 frei. Und auf der Bahn 2 sitzt oder steht von der LG Region Karlsruhe Pedro Garcia Fernandez. Auf der Bahn 3 von der LG Offenburg der deutsche Meister des Jahres 2011, Matthias Bühler. Bahn 4 aus den USA war Zweiter bei den US-Meisterschaften der letzten zwei Jahre, Kevin Craddock. Bahn 5, ein Mann, der ein Jahrzehnt Weltklasse ist, zweimal Weltmeister, zweimal Hallen-Europameister. Lagi Ducouré aus Frankreich. Auf der Bahn 6 steht der deutsche Hallenmeister des vergangenen Jahres vom LRZ Leipzig. Fünfter bei den Hallen-Europameisterschaften, Erik Baldoweit. Und auf der Bahn 7 aus den USA der College-Meister Jared Eaton. In diesem zweiten Vorlauf, die ersten beiden insgesamt 4 Zeitschnellsten. Ja, nutzen wir die Chance kurz, um den Sieger im Weitsprung zu gratulieren. Weitsprung auch bei den Jungs jetzt abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch an Luca Dieckmann zum Sieg. 6,63 Meter. Auch hier bleibt es bei einer Ermahnung. So, dann bleibt es also bei der Reihenfolge. Pedro Garcia Fernandez, Matthias Bühler auf der 3, Kevin Craddock, Lagi Ducouré aus Frankreich auf der 5, Erik Baldoweit auf der 6 und Jared Eaton
aus den USA, ganz groß. So, diesmal hat's geklappt. Und wer ist vorne? Kevin Kördok sieht stark aus. Lajee Doucouré sieht stark aus. Boah, schwer zu sagen. Außen war noch Jared Eaton sehr stark. Mittendrin Erik Balnoweit. Ich glaube, Lajee Doucouré. Wir gucken mal. Gucken alle zusammen oben auf die Zeitlupe. Der dritte von links, das ist Doucouré. Ja, ist vorne. Also, Lajee Doucouré ist vorne. Und qualifiziert sich ganz sicher für den Endlauf dann später. Sekunden. Das ist exakt die Zeit, die auch der Sieger des ersten Vorlaufes, Paolo Dal Molina, hatte. Also ist alles dicht gedrängt da vorne. Ah, er hat es also geschafft. Jared Eaton als Zweiter mit 7,64 Sekunden. Sind wir sehr gespannt. Erik Balnoweit ist dann hier 7,65 Sekunden. Ist auf jeden Fall im Endlauf, denn der Erste war langsamer. Also, Balnoweit im Endlauf. Das gilt auch für Kevin Kördok, der es auch geschafft hat.